Jonas Hummels, 1:2 zur Halbzeit gegen Saarbrücken. Wie hast du die ersten 45 Minuten gesehen? Ja, ich glaube einfach eigentlich, dass wir gar nicht so schlecht sind. Also 2:1 ist natürlich jetzt ein bisschen bitter kurz vor der Halbzeit, aber Saarbrücken ist jetzt nicht die Übermannschaft, die wir nicht schlagen können oder gegen die wir nicht punkten können. Es fehlt ein bisschen Durchschlagskraft, ein bisschen Überzeugung hinten raus, aber ich glaube, da ist noch einiges möglich. Dein Kreuzband ist jetzt rund 4 Monate her. Wie lange wird es noch dauern, bis du wieder auf den Rasen zurückkehren kannst? Ja, auf dem Rasen kann ich vielleicht schon so in 1,5 Monaten, also so ein bisschen ein paar Übungen in den Ball, in der Bewegung. Aber so ins Mannschaftstraining ist so, ja, vielleicht Februar, spätestens im März, sowas geplant. Du warst jetzt auch öfter in Dortmund bei deinem Bruder. Wie würdest du seine Leistung so beurteilen? Ja, ich glaube, dass es einfach schwierig ist, da international, aber so machen sie es ja ganz gut. In der Liga läuft es ganz gut, also damit kann man zufrieden sein. Jetzt fällt fast die gesamte Abwehr aus. Wie würdest du jetzt speziell die Leistung der Abwehr beurteilen? Ja, also ich finde eigentlich, dass es gar nicht so schlecht ist. Nur haben wir jetzt irgendwie aus 2-3 Szenen, wo es relativ groß war, dann die 2 Tore kassiert. Aber es ist natürlich schwierig. Wir spielen mit keinem einzigen gelernten Innenverteidiger da in der Viererkette. Also es ist einfach schwierig, muss man so sagen. Die Saison begann ja recht furios, auch erfolgreich. Und jetzt, ja, hat man so den Eindruck, die Luft ist ein bisschen raus. Wie kannst du das jetzt erklären? Liegt es nur an den Verletzungen oder? Nein, ich denke, es war von Anfang an klar, dass die Saison entscheiden wird, wenn wir eine Krise haben, eben wie wir damit umgehen. Da es jetzt viele Verletzte sind, ist natürlich zusätzlich bitter, aber ja, ich glaube, dass es irgendwie normal war, dass diese Euphorie dieser Jugendliche am Anfang ein bisschen abschwächt, aber ja, das wird schon wieder.